Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu Kakatsu Sunshine. Und ja, die Abstimmung von der letzten Umfrage ist durch. Insgesamt haben also in 44 Stimmen gab es auf der letzten Umfrage mit 6 Daumen hoch einen Kommentar, der darunter geschrieben hat, wer sind die Leute überhaupt? Er kennt nicht einen einzigen davon. Ich kann ja mal ganz kurz sagen, ich selber habe ja auch von der Community ganz viele Leute bekommen. Mir runtergeladen. Es sind nicht immer alle irgendwelche Anime-Charakter aus Serien, aus Filmen oder aus Spielen. Da sind auch manchmal Leute einfach dabei, die einfach randommäßig irgendwelche Girls zusammengeballert haben. Und so ging das Ganze auch. Ja, die kommen natürlich auch zum Zuge. Ne? Warum denn mal nicht? So, Amy war ja letztens auch in der Ausscheidung mit drinne. Ja, sie ist die erste. Nee, Quatsch, wir fangen erstmal mit Yukia. Yukia, das ist ein, kann ich ganz kurz sagen, Ingame-Character. Den habe ich etwas umgestaltet. Yukia ist ein Ingame-Character von Koikatsu selbst. Das heißt also, sie ist ein Standard-Character. Ich habe es einfach mit reingefügt, weil ich auch ein paar versucht, weil das ein Standard-Charakter auch mal mit drin haben wollte. Nicht nur alles randommäßige Leute, sondern Yukia, Karen, das sind Standard-Charakterinnen aus Koikatsu selber. So, leider muss ich sagen, mit 9% hat Yukia es nicht geschafft, euch zu überzeugen und deswegen ist sie leider aus der Liste verschwunden, muss also leider verlassen. Dann kommen wir zur nächsten Kandidatin und zwar Amy. Amy ist ein Community-Girl. Ich habe sie ganz anders umgestaltet. Die sieht normalerweise komplett anders aus. Ist in so ein Setting drin? Die nennen sich, wie heißt das denn? Wie hieß sie? Happy? Ich überlege gerade, es gab mehrere Girls von denselben Creator. Unwahrscheinlich gut gemacht, die Girls, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat sich der Creator sehr viel Mühe gegeben. Gerade auch bei den Augen hat er immer so ein paar kleine Feinheitssettings mit reingebaut. Und da ist auch Amy mit drin gewesen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jetzt Happy hieß. Happy 1, 2, 3, 4. Und da waren die dann eben mit drin gewesen. Sie, genauso auch wie sie. Misako war da auch mit ein Teil von gewesen. Und wartet mal, eine noch. Rosa glaube ich nicht. Lass mich mal eben ganz kurz gucken. Ich hatte noch eine hier drin gehabt, das weiß ich noch. Ich fand der Creator hatte echt gute Leistung. Genau, Mitsui. Die war auch mit ein Teil davon gewesen. Ein guter Creator-Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also auch die Settings, die er da zusammen, die Girls, die er zusammengebracht hat. Ich habe eigentlich nicht viel verändert, außer eben halt ein paar Accessoires abgemacht, weil die doch mehr in so einen futuristischen Stil gehen und eben die Kleidung umgeändert. So, jetzt kommen wir mal zu Amy. Nur mal ganz kurz zu erklären, wo die Characters alle herkommen. Amy hat leider mit 14% der Stimmen es leider auch nicht geschafft, euch zu überzeugen und muss leider die Insel verlassen. Ob sie wohl traurig sein wird? Ich weiß es nicht, aber sie muss auf alle Fälle leider die Insel verlassen. So, dann Amy hat mal wieder überzeugt und 20% von euch an Stimmen gewonnen. Und Saki ist auf Platz 1 gerutscht mit 57% eurer Stimmen. So, jetzt habe ich mir gedacht, ich werde etwas machen, wo ich mir gedacht habe, das ist wahrscheinlich auch gerecht und fair. Amy war 3-mal in Ausscheidungen jetzt gewesen. 3-mal. Und meiner Meinung nach hat sie sich eine Ruhepause verdient. Das heißt, sie ist automatisch, falls sie für die nächste Runde auch wieder gewählt wird, wird sie geschont. Sie hat 3-mal Qualifikation, also besser gesagt die Ausscheidung von euch überstanden. Ihr habt 3-mal für Amy gewotet, dass sie immerhin auf Platz 2 oder auf Platz 1 auch mal war. Daher hat sie sich meiner Meinung nach das Recht verdient, auch mal einmal zu pausieren zu dürfen. Und das wird auch gemacht. Amy ist also heute in der Ausscheidungsrunde pausiert. Saki hat natürlich gewonnen. Und das heißt für Saki heute Abend definitiv ein Date, weil wir sind bei ihr noch nicht in der Love Zone drin. Und sie kriegt heute Abend das Beach Date auf alle Fälle. Ich denke mal, alle sind zufrieden, dass Amy mal einmal pausieren darf, weil
kommt, Leute, dreimal. Die hat sich echt gut durchgesetzt, muss ich sagen. Und ihr habt immer fleißig für sie gevotet. Wow. Na, kann man einfach nur mal sagen, wenn Amy heute gezogen werden sollte, darf sie heute pausieren und ist heute am Mittag in der Ausscheidung nicht mit drinne. So, das ist fair, finde ich meiner Meinung nach. Dreimal, ey. Das hat mich selber überrascht, dass ich das letzte Mal das gesehen habe. So, dann wollen wir mal gucken, was aktuell gerade so angeht. Ich mache hier mal eben eine kurze Unterbrechung. Lasst euch mal eben die Ladephase mal eben überspringen und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe mal die Aufladephase mal ein bisschen übersprungen. Und ja, wir wollen einfach mal direkt wieder starten. Lass uns heute auch ein bisschen mal wieder über die Entwicklungsgeschichte. So, Amy, hast du gut gemacht. Erstmal muss ich dir sagen, deine Fans haben dreimal für dich abgestimmt und du hast dreimal es geschafft. Ich bin echt begeistert. Also, wow. Du hast eine unheimlich große Fanbase. Das musst du dir mal eingestehen. Also, not bad. Freu dich dafür. Definitiv. Auch für Fanbase sollte man sich ja freuen. So, ganz kurz, es muss wieder ein bisschen alles aufladen, weil ich aktuell gerade was am anderen Spielen war. So, Marie war ja auch schon mal aktiviert gewesen. Lasst uns mal eben ganz kurz auch mal über ILL Games reden. In der Zeit suche ich mir ein paar neue Sachen noch zusammen. Warum ILL Games? Also besser gesagt, ja, unsere kleinen Vertreter von damals von Kalkatsu. Von Illusion. Aktuell ist ja Honeycomb da ziemlich am Laufen, was ich ja auch mitgekriegt habe. Und ich bin aktuell nicht so ganz zufrieden mit der Umstellung des Firmenbusiness. Ich denke mal, viele von euch haben das gar nicht mitgekriegt, weil gar nicht so viele von euch in der Materie gerade drin sind. Ich persönlich suche ja öfters mal den japanischen Markt auch mal ein bisschen ab und da fällt auch ILL Games natürlich bei mir mal rein. Aktuell, wie gesagt, ist Honeycomb ja gerade auf dem Markt ja draußen. Und Honeycomb hat jetzt auch wieder eine weitere Erweiterung mal wieder bekommen. Ja, mehr schlecht als recht, möchte ich gerne sagen. Jedes Mal wird das Ganze mit einer Art Update gefeiert. Das heißt, jedes Mal geht da Kohle für flöten, dass ihr dafür ein Update Geld zahlen sollt für DLC-Contents. Da sind sogar manchmal DLCs dabei, wo ich mich frage, what the fuck, das verkauft ihr als DLC? Aktuell gerade die zwei neue Rooms sind auf alle Fälle mit reingekommen. Und wieder ein neues Charakter, neuen Charakter. Den verkaufen die euch aber garantiert erstmal als DLC. Ein DLC. Ich frage mich, wie weit sie die DLC-Politik da noch betreiben möchten. Bisschen frech meiner Meinung nach, gehört sich nicht, gerade mit den ganzen Zuschauern und den ganzen Fans, die ja die Serie auch meiner Meinung nach zieht. Heißt nichts, wie gesagt, ne, man muss halt nur mal ein bisschen umstrukturieren meiner Meinung nach und nicht so, ich weiß, die Firmen brauchen Geld. Ja, sage ich ja auch. Also die Firmen brauchen Geld. Arisa bestätigt es gerade mit der Öffnung des Herzens. Geld regiert das Herz. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach bin ich nicht ganz überzeugt davon, wie gerade aktuell die Politik bei denen funktioniert. Und dann auch noch so ein bisschen nur, wisst ihr, also so, wir geben euch einen Happen, also so einen wirklich Mini-Happen vom ganzen Kuchen, das ist dann wirklich nur so diese kleine Kruste oben drauf vom ganzen Kuchen und ihr kriegt immer kleine Stück immer dafür serviert. Müsst ihr noch immer in die Tasche greifen. Naja, aber in den Titel von, ich sag ja nun mal 70 Euro für das Hauptspiel. Ja, das Ding kostet 70 Euro. Arisa wird sauer. Also 70 Euro fürs Hauptspiel und dann sollt ihr noch mal kleine Bonus-Happen noch mal bezahlen. Finde ich das ein bisschen überteuert. Weißt du was? Aber komm, ich will dich gar nicht lange langweilen. Komm mit. Gehen wir mit Arisa mal ein bisschen rum. So, wir müssen mal ein bisschen auch daten. Aber ich musste das einfach mal auch mal loswerden, damit ihr auch mal aktuell hört, was gerade aktuell bei ILL Games los ist. Ne? Ich weiß, viele Leute interessieren sich da auch gar nicht mehr für. Gerade wir westlichen Bereich sind wir sehr mit der ganzen Geschichte durch, kann man sagen. Die meisten von uns spielen Koikatsu. Kata wa jishin no hokori sono mono da kara na. Nani goto mo keiken to wa yoku itta mono da na. Kiden no okage de
Und die nächsten Leute, ich weiß es jetzt schon, also ich weiß, dass da einige schon in den Startlöchern drin stehen. Gott, du schlingst aber auch immer, ey. Wo ist denn die jetzt wieder hingerannt? Ich wollte mit ihr heute eigentlich mal ein Date machen. Wir haben Nina ja mal zum Date, können wir sie mal einladen. Oh, und Amy kriegt heute auch ihr Date. Ach nein, ich gehe schon. Ich weiß, was Nina vorhat. Die hat sich wieder voll gekleckert und voll gesiffelt. Deswegen zieht die sich jetzt um und geht erstmal eine Runde duschen. Ja, kein Wunder, wenn man so am Futtern ist. Na? Ja, haben wir auch mal wieder das Vergnügen. Also wie gesagt, die meisten von euch... Ich fällt irgendwann auch noch aus der Rolle raus. Die meisten von euch, wie gesagt, werden sich gar nicht mehr für Honeycomb interessieren. Ich habe auch mal wieder ein bisschen mal wieder geguckt auf die Steam-Reviews, auf die Steam-Zahlen, wie viele aktuelle Benutzer, die überhaupt Honeycomb überhaupt auf Steam erworben haben, überhaupt gerade aktuell das Spiel spielen. Also es ist unter zweistelligen Bereich. Wenn immer gute Tage dabei sind, sind es 5 oder 7. Wenn immer schlechte Tage dabei sind, sind es einer oder 2. Ne, also, ihr seht. Ne. Aktuell gerade, ne, mehr schlecht als recht. So, mit dir habe ich aber letztens so viel gemacht, aber wir können mal ein bisschen Age-Talk noch mit dir machen. Nicht, dass diese Spiele, meiner Meinung nach, wundere ich mich allerdings aber auch, dass gerade so Publisher wie ILL Games, dann gibt es da noch Miso, Chrome, Alisso Soft, da hat ja erst was Neues rausgebracht. Oder Alice Soft. Dass sie gerade die, gerade diese Schiene, die Anime-Schiene in Japan nicht weiter so stark vorfahren. Anime ist dort super beliebt. Das ist halt so. Hier in Deutschland kommt es langsam auch immer mehr in Gang. Das merken wir schon daran, dass Firmen wie Crunchyroll oder auch jetzt ADN unheimlich stark mit ihren Animes die Leute natürlich ziehen, gerade auch die Jugend ziehen. Das merkt man einfach stark. Und das ist auch kein Problem. So, warte mal, aber mit Marie können wir was machen. Das ist ja auch kein Problem, das ist alles in Ordnung. Und der Anime-Teil boomt ja auch. Das Problem allerdings an ILL Games und an damals auch Illusion war das halt, dass sie sich extrem mit ihrem Modern verscherzt haben. Sie persönlich wollten ja lieber ihre Contents, also jetzt zum Beispiel diese Damen hier und sonst was alles, alles oder neue Szenen, dies und das, sollte alles auf ihren Nacken laufen. So wie das jetzt gerade auch der Fall ist. Ne? Damit sie mit kleinen Scheiß Geld verdienen können. War vielleicht der falsche Weg, meiner Meinung nach. Ne? Auch glaube ich, dass es die Ausrichtung in den westlichen Markt über Steam gar nicht mal so kompliziert geworden wäre. Irgendwie haben sie es ja geschafft mit Aio Shogun, so hieß es ja, eigentlich heißt es ja AI Girl, in Steam verfügbar zu sein. Ja, also es ging. Man muss halt nur wissen, wie. So, komm mal, follow me. Ja. Und was ich gehört habe, man muss bei Steam hartnäckig sein. Wo gehen wir denn heute mal hin? Was sagst du, Marie? Könnten wir mal hingehen? Am Strand waren wir schon, ne? Ich weiß nicht. Nee. Da gehen wir nicht hin. Oder? Ja, komm, wir gehen erstmal ein bisschen was plaudern. Oder ist sowieso heiß. Wie gesagt, also, es sind so einige Sachen dabei, wo ich mir sage, ja, das sind halt so, ne? Nischen, Margen. Man kann auf Steam seine Spiele vergeben. Aber es ist nicht leicht, man muss aber am Ball bleiben. So, jetzt lassen wir uns ja mal das Date aber genießen. Okay, miau. それはつまり私が猫ちゃんみたいに気まぐれで可愛らしいってことかな。どうなのかな。いたずらっ子ってこと。愛情表現だってば。
ちも恋人なんだから、そんくらい普通に言い合う関係じゃなかったっけ。私としてはもっと彼氏さんからムード作ってほしいな。また照れてる。そういうウブで可愛いところ好きだけどね。うわ、不意打ち食らった。そういうとこずるいんだよね。素直にペース握らせてくれない感じ。そういうのは気づいても言わないものなの。Auch ein schönes Date. Ich würde euch einfach mal auch mal an dieselben Orte wieder zurückführen mit anderen Charakteren und euch mal auch mal zeigen, wie sich alles so ein bisschen umändern kann, wie alles so ein bisschen anders aussieht nachher. So, danke Marie fürs Folgen. War wieder sehr interessant. Da kommen aber noch ein paar andere Dates ja, wie gesagt, auch noch mit dazu. Ja, hast du gut gemacht. Hier, hol dir ein Headpad ab. So, bye bye. Also wie gesagt, Koikatsu meiner Meinung nach eines Creator-Teil. Ich finde auch Honeycomb eigentlich als Creator, also für, wenn du, ach ja, Misaki muss ich gleich nochmal, Saki muss ich noch was heute mal ansprechen. Also ich finde auch gerade was den Creator-Teil angeht und sowas, alles das sehr, sehr gut umgesetzt, meiner Meinung nach. Na, wie gesagt, ich finde es cool, dass du deine eigenen Leute hier erstellen kannst. Ich finde es cool, dass du deine eigenen Sachen hier machen kannst. Die Insel-Setting sieht eigentlich sehr gut aus, meiner Meinung nach. Klar, man hätte noch viel mehr Content reinschmeißen können, aber hat man dann sich anders so wieder entschieden. Alles rund gut. Auch der normale Koikatsu und Sunshine sind beides roundabout eigentlich so gesehen die besten, mit einer der besten Anime-Spielen, die aktuell gerade so auf dem Markt sind und auch gerade so aktuell mit den Charakteren gut ballern. Honeycomb zischt da auch gut mit rein. Honeycomb hat auch gute Charakter-Models drin. Und der Stil sieht auch nicht schlecht aus. Na, Problem halt ist, das habe ich ja gesagt, entweder Honeycomb und Honey Select in der Kombination, also besser gesagt, Koikatsu und Honey Select im Zusammenspiel kann klappen, muss aber nicht klappen. Weil ich fand immer, Honey Select war immer so der beschränkte Teil. Das hieß also, ja, bei Honey Select hast du deine Beschränkung, das ist Hotelzimmer, dies und das. Es gibt eigentlich keine richtige Storyline. Es bleibt eigentlich alles nur so beim Alten gehabt. Während Koikatsu immer so dieser Gegenpart war, wo du gesagt hast, da kannst du Storylines ein bisschen spielen. Da hat man immer so ein bisschen mehr, ja, was heißt nicht Energie mit eingesetzt, würde ich gar nicht sagen, aber man hat eben halt den Anime-Fans eine kleine Storyline mit serviert, ne? Und die beiden dann jetzt kompakt miteinander, habe ich ja gesagt, kann entweder die Brücke der Zerstörung werden oder eben halt der Hit des Jahres. Aber aktuell sieht es danach nicht gerade aus, dass es der Hit des Jahres wird. So, Saki, so, weißt du was? Schön gemacht heute mit dir. Finde ich auf alle Fälle sehr geil. Da können wir auf alle Fälle auch mal einen Love-Talk hinterherballern oder einen LVD-Talk. Gut, dann können wir noch mit ihr noch wenigstens zusammen noch was essen gehen. Komm, ich habe einen Hunger. Komm mit. もう少しお野菜を取った方がいいんじゃないかしら。唐揚げとかが美味しいのはすごくわかるけど、バランスを考えないとダメよ。島の新鮮なお野菜だってあるんだから、しっかり食べましょう。ごちそうさまでした。次から私があなたのメニューを考えようかしら。なんて、さすがにおせっかいが過ぎるわね。So, sie trägt halt mehr den Fall Motherly auf. So, ich würde sagen, dann kann ich jetzt erstmal schon mal diese Sitzung abgeben. Ich versuche hier gleich noch was an den Taskmanager noch zu ändern, um zu gucken, dass ich ein bisschen mehr Leistung rauskriege. Auf diesen Fall bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Hoffentlich hat euch die Folge ein bisschen unterhalten. Auch wenn ich diese Folge nicht so viel gezeigt habe und nicht so viel gemacht habe, aber ein bisschen mal gequatscht habe über gerade aktuelle Sachen mal wieder über ALL Games.
ehemals Illusion, damit ihr auch mal Bescheid wisst, was da gerade aktuell so Stand der Dinge ist. So, auf diesem Wege, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal und dann geht's schon wieder in die nächste Ausscheidungsrunde. Ich bin gespannt, wer es wird. Also bis denn.